Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde COD4. Wir spielen Hardcore Team Deathmatch mit der Beretta 50er Kaliber. Gewünscht von Shadow Soul, glaube ich. Halbautomatisches Scharfschützengewehr. Durchschlagskräftig. Ziemlich schnelle Feuerrate, wenn man sie durchspammt. Und das war ein Doppelkill. Verdammt. Sie ist ganz cool, auch im Nahkampf. Na toll, jetzt ist mein Punkt weg, mein Snapper-Punkt weg. Das ist natürlich jetzt blöd. Ups. Bin noch gerade da nichts gesehen. Es ist eine der klassischen Sniper-Maps. Man kann von Spawn zu Spawn snipen. Leider ist im Moment hier auf der rechten Seite nichts los. Oh doch. Schon gut. Es war glücklich, dass ich, also dass die Map gerade kam. Da ja. Es war glücklich, dass die Map gerade kam, da es ja hier ein All-Map-Server ist, glaube ich. Bis jetzt habe ich, glaube ich, jede fucking Map hier gespielt. Da Crossfire ja mit der Wunsch war. Es gibt zwei Crossfire-Server im Moment online, zumindest als ich geguckt habe. Der eine hat aber leider ein 5000er Punktelimit. Und das ist mit 5 Spielern auf jeder Seite, also insgesamt 10 Spieler, ein bisschen hart zu erreichen, und ich wollte jetzt keine Stundenaufnahme von COD4 machen. Er hat da übrigens auch kein Time Limit. Also von daher meinte ich das. Scheiße, ich hätte weiter darauf gucken sollen. Oh, ich habe doch gerade abgedrückt. Mensch. Ja, auf jeden Fall, ihr dürft auch gerne weiterhin Waffenwünsche und Map-Wünsche posten. Ich bekomme sowas gerne und mache sowas eigentlich auch gerne. Und ja, da ist noch ein Sniper. Scheiße. Ich hasse sowas. Und auf der Map ist es einfach nicht gut, wenn man snipet und stirbt. Na Bro, was geht? Nix bei dir, okay. Aber naja, wir versuchen das Beste draus zu machen. Falls ihr jetzt gedacht habt, ich werde mit dem Scheißding rushen, habt ihr falsch gedacht. Das Teil kann zwar was im Nahkampf, ja, keine Frage. Es hat verdammt hohe Durchschlagskraft, selbst auf einem normalen Server, also auf einem ganz normalen TDM-Server, ohne Hardcore. Trotzdem
ist das Teil einfach zu sperrig dafür. Als dass man damit gut in den Nahkampf gehen kann. Es wird bestimmt irgendwelche Trickshotter geben, die das gerne machen. Ich nicht. Ich bin aber auch kein Trickshotter. Ich mach meine Kills lieber ganz normal. Und werde die ganze Zeit weggesniped. Nein. Das ist das Blöde an dieser Map. So viele Möglichkeiten weggeslippt zu werden. Und man kann die Augen leider nicht überall offen haben. Oldschool Sniping Points. Wo ist ein anderer Kollege da hinten? So. Oldschool ist niemals schlecht. Er ist einfach nur bekannt, aber nur weil er ein bekannter Spot ist, ist er nicht gleich schlecht. Verdammt. Okay, jetzt Spawn ist auch nicht so schlecht. Leider keine Sicht auf den Sniper. Und ich treffe ihn angeblich nicht ein einziges Mal. Natürlich hockt der jetzt auf meinem Platz, wird aber gleich erschossen. Das ist natürlich awesome. Das ist nicht so awesome. Ja, ja, immer diese fucking Killstreaks. Guck mal, da saß einer hinterm Auto. Und wo hat der mich jetzt weggeschossen? Ach, Mann. Man darf hier echt nicht seinen fucking Campplatz verlieren. Sobald man den verloren hat, ist alles verloren. Es ist auch immer so die Frage hier, ist es besser unten zu spawnen und zu snipen oder ist es besser oben zu snipen, also oben zu spawnen und zu snipen. Ich kann es nicht wirklich beantworten, ja, blockt die Tür für mich. Es kommt auch irgendwie immer ganz aufs Team an und aufs Gegnerteam an. Dann ab und zu ist es echt toll, oben zu snipen. Da kannst du von oben alles wegsnipen. Ab und zu ist es toll, unten zu spawnen. Und ich glaube, im Moment hier auf dem Server ist es relativ egal, wo man spawnt. Ich habe ein 50er Kaliber und mein 50er Kaliber kommt nicht... Ich wiederhole, nicht durch dieses Auto durch. Geht doch. Ups. Das Ding können wir trotzdem gut verwenden. Ja. Mit dem benötigten Schutz.
Okay, jetzt ist die rechte Seite wieder ein bisschen schwierig. Zack. Er ist mir aber auch voll gerade in den Schuss gesprungen. Gesprungen, er ist hochgesprungen. Luftschlag, darauf habe ich hingearbeitet. Ob der jetzt allerdings irgendwas trifft, ist fraglich. Nee. Schade. Ah, klar. Leider werde ich immer von... Wie heißt der? 98er oder 89er? Oh, wir haben verloren. Runde schon vorbei. Naja, das war eine Runde COD4. Ich würde mich über Kommentare freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.